Hallo, hallo, ihr Hübschen und willkommen zum Wochenorakel. Letzte Juniwoche, beginnen wir direkt mit einem Halbmond, ja, also wieder mit hier Schatten und Licht im Waagemond ins Gleichgewicht bringen, ne? Und damit dann in die 10 Portaltage in Folge gehen, die durch das Tor 7-7 führen. Wenn euer Köpfchen da rebelliert und den Fokus immer auf die Negativität setzen will, habt ihr entsprechende Unterstützung mit dem Rosenquarz-Armband. Ne? Das habt ihr in der Infobox inklusive Erklärungsvideo. Und ansonsten geht es darum, hier eine Wahrheit zu erkennen im Ich und Du. Worüber? Darüber, was euch eben genau in diese Negativität ziehen will. Ja, also es ist hier wieder, wenn man hinguckt, deutlich ersichtlich, was das Glück blockiert. Und wir haben dann darauf die Woche auch im Steinbock den Vollmond, ja, womit man dann durch die Erkenntnis diese Blockade, ne, was das Glück Leichtigkeit, ne, den Fluss von Glück und Fülle blockiert, loslassen kann. Ab in die Tonne damit, ja. Ab in die Tonne damit und dann durch das Portal. Und das wird einem diese Woche irgendwie auf dem Silbertablett serviert, ja. Hier wird man gekreuzt, man wird gekreuzt. Hier kreuze ich, also wenn ich jetzt reinfrage, was sind denn hier Schadenergien, ne, die da das Glück blockieren wollen, und dann kommt halt gleich wieder, ne, Neid, Missgunst, Rivalität, Doppelzüngigkeit, sowas halt, ne? Und was, wie verbindet, blockiert diese Energie Glück? Ja, indem die halt die Verbindung zur Seelenherkunft blockiert. Ne? Also statt auf das eigene höhere Wesen zu hören, ne, auf die eigene Bestimmung, lässt man sich dann halt, ne, klein halten, begrenzen. Und warum machen solche Personen das? Das sind halt Schadenergien, ne? Aus Neid, aus Missgunst, aus Verlustangst, aus ich will nicht, dass du größer wirst als ich, aus so einen Sachen halt heraus. Ja, und das erkennt man diese Woche und kann das dann darauf die Woche, ne, durch ein anderes Portal gehen, hier quasi drüber fliegen, ne, und das mit dem Vollmond in die Tonne bringen. Ja. In die Tonne bringen. In die Tonne bringen. Ganz wichtig anscheinend. Ja. Ja, gut. Sich davon reinigen. Ne? Aber die Chakrenspirale zur Reinigung habt ihr ja auch in der Infobox. Ja. Ist halt auch eben die Energiearbeit fürs Tor 7-7. Ne? Da geht's ja auch darum, ob man mit Energien zu tun hat, die in einer hohen Priesterin-Position sind, ja, also wirklich außerhalb von Opfer, Retter, Täter auf Wege und Situationen blicken, ne, hier diesen erhöhten Blickwinkel haben und deshalb, ne, erkennen können, was macht einen glücklich und einen entsprechend begleiten. Oder ob man da halt so eine beherrschende Energie hat, die einen eben, ja, beherrschen will, ne? Lenken, leiten, steuern, manipulieren will. Ja. Gut, ihr Hübschen. Wisst ihr erstmal Bescheid, ne? Was so die allgemeinen Energien sind. Unterstützung habt ihr auch. Gucken wir jetzt mal rein, was wir für die einzelnen Elemente bekommen können. Halten uns an die Reihenfolge der Mondtage, ne? Das ist dann wieder Luft, Wasser, Feuer, Erde.
Liebe, liebe Luftzeichen, was haben wir für euch? Erdung. Bums. Ist immer geil, ne? Die Frage noch nicht zu Ende gestellt und schon knallt hier eure Überschrift rein. Erdung. Ihr braucht ganz viel Erdung. Ja, das ist im Grunde genommen das, was wir schon gesagt haben, ne? Hinsehen, ja? Hinsehen und erden. Ja. Und das wird euch, diese Erdung wird euch abverlangt. Ja, ihr habt hier jemanden, der das Bedürfnis hat, Nägel mit Köpfen zu machen, ja, oder eine Phase mit Taten einzuläuten. Und dafür braucht dieserjenige welche, es ist Déjà-vu, ne, haben wir schon seit ein, zwei Wochen diese Energie, dass hier jemand einfach Klarheit für sich haben will, ja. Hier will einfach jemand wissen, wie es denn jetzt hier weitergeht. Ja, hier drückt bei jemandem der Schuh, vor den Portaltagen etwas in die Auflösung bringen zu wollen. Ja, hier will sich, bei euch ist es das Außen, das ihr nicht will, dass hier, will hier keine weitere zeitliche Verzögerung, ja, will eine Entscheidung haben, ne, ob hier gemeinsames Glück blockiert ist. Ja, oder wie es hier denn jetzt weitergeht, ja. Ja, was passiert aber im Umkehrschluss, weil ich habe ja bei euch die Erdung, was passiert denn im Umkehrschluss? Im Umkehrschluss, das ist bei euch wie eine Hilfe, ja. Weil im Umkehrschluss bedeutet das, dass ihr auch aus einer, aus einer Verwicklung, aus einem Knoten, ne, aus einer zeitlichen Verzögerung, die euer Glück eben auch blockiert, ja, wo ihr selber auch stagniert. Warum stagniert ihr selber auch? Ja, weil ihr eben mit dieser Entscheidung nicht um die Ecke gekommen seid, ja. Das heißt, auch ihr habt dann ja in einer Entscheidungslosigkeit, also in einer stagnierenden Phase festgehangen, die eben das Glück blockiert, ja, weil man nichts einleitet, was dann eben entsprechende Erfolge bringen kann. Ne? Und dadurch, dass das jetzt von euch gefordert wird, ist das eine helfende Hand, ja, das ist hier eine helfende Hand, um selber dann eben auch wieder in den Fluss zu kommen, ne? Raus aus einer stagnierenden Phase, weil euer Außen hier in diesem Moment Stagnation nicht länger zulässt. Das heißt, ihr werdet ein wenig genötigt, eine Entscheidung zu treffen, in welchem Bereich auch immer. Ja. Das werdet ihr dann ja selbst am besten mitkriegen. Ne? Ah, hier, ihr werdet, ihr stoßt auf Ungeduld. Ne? Also jemand hat hier jetzt keine Geduld mehr. Spürt die Energien, ne, ist stark mit den Energien verbunden und weiß, dass die Stagnation nicht hilfreich ist. Ne? Ja, hier genau, guckt mal. Hier wird eine Aussprache gefordert. Hier wird eine Aussprache gefordert, damit man eben, ne, aus dieser Stagnation rauskommen kann. Ja. Ihr Hübschen, wenn ihr selbst nicht weiter wisst, ja, könnt ihr euch ja sonst auch melden, ne? Weil da das ist, ne, das, was ich gerade erklärt habe, ne? Und das Jahr 23 ist eben nicht von Abwarten geprägt, ja. Das Jahr 23 ist halt von Erlösung, Auflösung, Ablösung geprägt. Und irgendwie habt ihr da selber etwas in die Verzögerung gebracht, ja. Und jetzt kriegt ihr die Hilfestellung vom Außen, hier weitere Stagnationen, die den Fluss verhindern, in die Auflösung zu bringen. Ja,
wisst ihr Bescheid. Raus aus ihr, hier, ne? Guckt, das soll ja nun in den Vollmond übergeben werden, ne? Hier, in die Flamme, in die Chakrenspirale, ne? Weg. Weg. Ja. Wasserzeichen. Was haben wir für die lieben Wasserzeichen? Bei euch haben wir das Rosenquarz-Armband. Hier ist ganz viel Lichtfamilie, die sich verbinden will. Ja? Die hier Verbindung sucht. Hier ist der gute Geist, der an die Tür klopft. Lass mich rein! Lass mich rein! Ja. Wasserzeichen. Heimat. Hier klopft die Heimat. Ja, schaut mal. Da läuft etwas in der Familie schief. Ja, und deswegen haben wir da auch, ne, eure Ahnen. Ja, eure Ahnen klopfen hier an die Tür und wollen euch helfen, ein Ahnenthema anzugehen. Ja, hier ist eine Ahnenthematik, ne, die da den Fluss des Glückes blockiert. Und diese Ahnenthematik, die kommt hier auf den Tisch. Das heißt, ja, da liegt ein, zum Beispiel, ja, ein begrenzender Glaubenssatz, ne? Der ein kann ich nicht, mache ich nicht, schaffe ich nicht auslöst im Energiefeld. Und das ist eine Begrenzung, ne, hier logischerweise, die das Glück blockiert, die aber nicht seit gestern da ist, sondern dieser Glaubenssatz liegt quasi in der Blutlinie, ja, in der DNA. Ne? Also hier kommt diese Hürde immer wieder auf den Tisch. Ja, die müsste man einmal, diese Begrenzung müsste man einmal auflösen. Und dann kann das Glück auch fließen. Ja, hier muss die Entscheidung her, diese Begrenzung einmal aufzulösen. Und diese Begrenzung, diese Blockierung kommt aus der Familie. Ja, das heißt, ja, und alles, was quasi abgelebt ist, sagt man das so? Also nicht mehr hier im physischen Körper verweilt, ja, hat dann auf dem Weg ins Licht sozusagen erkannt, oh nein, ja, wie begrenzend und überhaupt nicht wahr ist das denn? Ne? Und jetzt klopft so eure, alle, die nicht mehr unter den Lebenden verweilen, klopfen jetzt so an eure Tür. Ja, und feuern euch an. Das ist Quatsch. Es ist Quatsch. Es tut uns leid. Wir haben das ins Feld gegeben, aber es ist so ein Quatsch. Löse es auf, ja. Lass dich davon nicht begrenzen. Lass dich davon nicht, blockieren, ne? Erlaube dir das. Es ist hier etwas, ein Verbot, ja, was eigentlich, ja, erlaubt dir das, ja, die Ansage ist immer, erlaubt dir das, erlaube es dir, hör auf, es dir zu verbieten. Ja, hier, guckt mal, schaut euch das an. Ihr werdet wirklich, 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 ich habe so richtig, wie ihr angefeuert und befeuert werdet, euch gegen einen falschen Glaubenssatz hier durchzusetzen.
Ja, da ist ein falscher Glaubenssatz, der schon lange, 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 lange da ist, ja. Ganz lange. Ich habe hier wirklich überhaupt nichts Aktuelles. Das ist einfach, das hatten wir schon mal in irgendeinem Wochenorakel, ja, von der, ne, Ur-Ur-Ur-Ur-Uroma an die Ur-Ur-Oma an, ne, in der weiblichen Linie, ja, immer von Mutter an Tochter weitergegeben. Ja. Dass man sich als Frau, meinetwegen, ja, irgendwas Bestimmtes, zum Beispiel, ja, das Glücklichsein, ne, nicht erlauben kann. Als Frau hat man eine andere Aufgabe, ja. Und diese Aufgabe heißt irgendwie, was weiß ich, eine gute Ehefrau und eine gute Mutter zu sein, ja. Und mit dieser Entscheidung verabschiedet man sich vom Glück. Was? Creepy, ja, absolut gruselig, ne? Du hast kein eigenes Ich. Ja, du bist Ehefrau und Mutter. Und deine Bedürfnisse, dein Glück, das ist ab diesem Zeitpunkt nicht mehr von Interesse. Punkt. Oh. Ja, sowas halt, ne? Also hier sind die Prioritäten von Glück sind hier komisch gesetzt. Wirklich komisch gesetzt. Ja? Und das kann man hier jetzt. Das ist auch so dieses zu Ehren kommen, ne? Für dich selbst oder für andere? Das ist hier die große Frage. Was wurde dir beigebracht? Ja, hier ist eine negative Anhaftung auf Erfolg. Und auch ein falscher Blickwinkel ist hier auf Erfolg. Ja, jedenfalls kannst du dich da diese Woche gegen durchsetzen. Ja, da kann diese Blockade dann in den Vollmond gegeben werden. Und dann kann hier da etwas endlich, ja, endlich wird hier gerufen, ne? Endlich! Endlich kann dann hier etwas Neues beginnen, ne? Und in deinem Sein wachsen und gedeihen. Und was? Da, ne? Ein tatsächlicher Erfolg, ne? Weil ich habe hier das hier. Ein absoluter Zugewinn, ne? Aber dafür muss eben hier so eine blöde, alte, verdorrte, nicht wahre Ausrichtung in Form eines falschen Glaubenssatzes, da. In die Vollmondflamme, ne? Chakrenspirale gegeben werden. Der Kopf, ne? Der Kopf, in dem Kopf wurde was Falsches programmiert, eine Begrenzung programmiert, die überhaupt gar nicht wahr ist. Und deshalb habe ich ja schon gesagt, ihr seid das Rosenquarzarmband, ne? Her mit einer neuen Überzeugung im Kopf. Es ist auch so faszinierend, ne? Ich habe ja jetzt übers Wochenende dann schon entsprechende Mantras und Affirmationen geschannelt, ne? Und das ist wirklich, hatte ich ja auch schon gesagt, ne? Dass ich habe es ja nicht auf Lichtsprache-Mantra festgelegt, ne? Ich habe ja gesagt, ne, ein Teil, das, was für euch notwendig ist, ne? Bei dem einen ist es ein Lichtsprache-Mantra, ne, um sich mehr mit seinem höheren Selbst zu verbinden. Bei dem anderen wird es eine Affirmation sein, ja, um hier ganz irdisch, ne, eine ganz irdische Blockade, Hürde zu nehmen, ne, in Form von einem falschen Glaubenssatz, ne, der verankert ist. Und bei wieder dem nächsten ist es dann ein Gebet, ja, wenn man sich mit seinen Schutzgeistern, ne, Engeln, Erzengeln, wem auch immer, ne, mehr verbinden muss. Und es ist wirklich, also Gebete habe ich noch gar nicht. Ja, es ist wirklich Hälfte, Hälfte, ne? Ich habe die eine Hälfte kriegt ein Lichtsprache-Mantra, ja, also wirklich die Türen nach oben öffnen, ne? Und die anderen haben eine Affirmation, ja, eine ganz klare Affirmation, um einen geistigen Durchbruch zu haben, ne? Eine geistige Umprogrammierung, ne? Für etwas, das sie brauchen. Das ist völlig faszinierend.
Ihr Hübschen, also auch ihr habt Hilfestellung und es wird von Erfolg gekrönt sein, wenn ihr denn dann wollt, ne? Da, ihr kriegt schon mal die Krone. Wird Zeit, sie sich aufzusetzen. Und ihr werdet wirklich von euren Ahnen, ne, die so mit dem Ableben ist so das Licht aufgegangen, ja, und es kommt wirklich so dieses Stirnklatscher, ja, so wie, ne, wieso haben wir das bloß weitergegeben, so nach dem Motto, ja, diese, den Kopf, ja, die geistige Ausrichtung da in diese Richtung begrenzt und blockiert, ne, das ist, sich selbst um den Erfolg gebracht, ja. Ja. Das soll in die Tonne und ihr kriegt ganz, ganz, ganz viel Unterstützung von euren Ahnen, die ja nicht mehr unter euch verweilen, ja, und das Elternhaus hier hat im direkten Sinne keine Schuld. Ne, es geht hier nicht um die Schuldfrage, sondern die haben im Grunde genommen, weil das ist uralt, diese Blockade ist uralt, ja, die sind im Grunde genommen genauso Betroffene wie ihr auch, ja, das heißt, die haben einfach nur weitergegeben, was ihnen vermittelt wurde, ja, und was sie als absolut glaubwürdig für sich angenommen haben, ne? Ja. Feuerzeichen, liebe, liebe Feuerzeichen, Schatten. Bei euch haben wir ja auch Schatten. Aber auch ein, kriege ich einen direkten Kopfschmerz über der, rechten Augenbraue, ja, das rechte Auge ist, wartet, ich muss mich einen Moment konzentrieren, ja, das ist nicht so schön. Also kann sein, dass der eine oder andere von euch Kopfschmerz geplagt ist diese Woche, ja, über dem rechten Auge sitzt der Schutzengel, ja, und ich habe hier auch so ein riesengroßes Auge. Ein Drachenauge, ein riesengroßes Auge habe ich hier, was auf die Schatten guckt. Ja, hier, schaut mal. Warum? Weil es für euch einfach Zeit wird, aus einer stetigen Wiederholung auszusteigen. Ja, das ist hier anscheinend ein Schattenthema bei euch, ja. Dass ihr. Und nochmal, und nochmal, und nochmal, und nochmal. Und da wird jetzt, wie Sinn und Zweck befreit es ist, ja, zum 30.000. Mal die gleiche Aktion auszuführen. Da wird hier das Auge drauf gelenkt, ja. Und da sollt ihr, dass euer Schutzengel höchst aktiv, ja, der lenkt auch euer drittes Auge darauf, ja, so dass ihr im Grunde genommen total viele Déjà-vu-Erlebnisse diese Woche habt, ja. Und diese Déjà-vu-Erlebnisse sollen euch schützen. Es ist so, dass ihr so diesen Moment habt, so, das habe ich doch schon mal gehabt. Und nicht nur einmal, ja, wieso begegnet mir das denn andauernd? Ja, weil du dich da ständig in deinem Verhalten wiederholst, ne? Und da sollst du, das blockiert halt hier, ne, den Fluss des Glückes, ja? Ist auch bei dir so, ne, da sollst du halt die Blockade, ne, in die Chakrenspirale, ja, in den Vollmond geben, ne? Hier, gucke, es wird Zeit, hier eine Situation zu verlassen, ne, wo, einfach alles getan und erledigt ist, ne? Wo du irgendwie zum 20. Ja, hier genau, schaut mal. Hier soll Vergangenheit losgelassen werden, damit Zukunft entstehen kann, ja? Und ihr seid da anscheinend aber nicht so willig,
Ne, weil diese enorme Schutzengelpräsenz davor da ist, wieder in dieses und noch eine Runde und noch eine Runde in diesem Labyrinth drehen. Ne? Euch wird hier diese Leiter dahingestellt, damit ihr nicht die 20.000. Runde dreht, weil irgendwie soll jetzt hier mal der Moment gekommen sein, wo ihr durchs Portal geht, ja, und für euch versteht, dass es an dieser Stelle nicht weitergeht. Ja. Und deshalb Kopfschmerzen, wenn diese Wiederholung droht, ja, Déjà-vu-Erlebnisse, wenn diese Wiederholung droht, und Drache auf dritte Auge, ja, also ich schiele hier jetzt echt so ein bisschen rum, ihr Hübschen, um endlich zu erkennen, dass ich an diesem Ort, mit dieser Person, in dieser Situation nichts verändern wird. Ja? Es nützt nichts, das 30.000. Gespräch zu führen. Es nützt nichts. Ja, das ist hier die Devise. Weil hier einfach ein Ende erreicht ist. Ja? Das ist eine Sackgasse. Ne? Da gibt es nichts mehr zu holen. Und dann muss man auch irgendwann mal an den Punkt kommen, wo man selber feststellt, es ist gut jetzt. Ja. Und bei euch droht aber so, dass, nee, nochmal, ich steig nochmal ein. Ja. Ja. Und der andere Beteiligte hier ist da irgendwie, wie soll ich sagen? Schneller als hier. Das ist so ein bisschen Boxkampf, ja? Das ist hier so ein bisschen Boxkampf, aber die Karte habe ich bei den Luftzeichen schon gelegt, ja? Deswegen war die jetzt hier nicht mehr im Deck, weil das ist so ein bisschen der andere, das ist ja auch, diese Karte ist ja auch von außen, ne? Der andere weiß schon, dass das hier ein Endpunkt ist, ne? Hier ist ein Endpunkt erreicht, der andere weiß das. Aber ihr wollt die Situation nicht verlassen. Ihr seid hier, ja, der andere will hier die Vergangenheit loslassen. Hat hier schon eine Grenze gezogen, ja. Und der andere wird hier auch vom Schutzengel gewarnt, ja, weil hier liegt einfach die Gefahr, dass ihr mit eurem dringenden Bedürfnis, die 20.000. Wiederholungsrunde zu fahren, den anderen, obwohl er, der andere schon genau weiß, der weiß ganz genau, das bringt doch nichts. Es bringt doch nichts. Aber ihr seid hier diejenigen, die den anderen in die Versuchung führen, da doch sich nochmal anstacheln zu lassen, ne? Sich nochmal mit in dieses Karussell reinziehen zu lassen, obwohl der andere schon genau weiß, das ist doch. Also ihr seid hier der Anstachler, der, die das Anstachlerin, eine x-te Wiederholungsrunde zu fahren, obwohl eigentlich ganz klar ist, ja, dass das Sinn und Zweck befreit ist, dass das einfach nur in die nächste karmische Schleife führt, ja, einfach nur zu Druckerhöhung. Also ihr seid hier gefragt, euch eurem Schatten zu stellen, ja. Warum, wenn ihr doch wisst, ja, dass es sich nichts verändern wird und man immer wieder an diesen Punkt kommt, immer wieder vor diese Wand fährt, warum seid ihr so, das ist euer Ego, ja, euer Ego will aber. Wir haben keine Ego-Zeit. Also ihr droht wirklich, dass ihr euch hier bis nächstes Jahr, bis ins Jahr 24 hier dicht macht, ja, diesen Schatten füttert und kreischendes Ich will aber Spiel spielt, ja. Obwohl völlig auf der Hand liegt, eben durch die Erfahrung, ja. Also es liegt hier völlig auf der Hand durch die x-te Wiederholungsrunde. Es wird sich nicht ändern, ja, und der andere weiß das auch ganz genau, ist aber eurem Feuer unterlegen, ja, und läuft Gefahr, sich hier von euch nochmal anstacheln zu lassen, obwohl man genau weiß, hier ist eigentlich ein Ende erreicht.
Also ich habe hier euch irgendwie in so einer bettelnden Haltung, ja, und aufgrund des Bettelns kann es passieren, dass der andere nochmal Nachgiebigkeit zeigt, obwohl diese Situation schon längst, die ist tot, ja, die ist totgelaufen. Ja. Genau. Genau, ja. Es ist sinnlos. Ja. Und an diesem Punkt, ne, müsst ihr in der, wenn hier die Kommunikationskarte liegt, auch schon bei den Luftzeichen. Ja. Also eigentlich können wir die Karten hier auch anwenden. Ja. Deswegen die Brieftaube, ja. Also in der Kommunikation, ne, merkt man, dass die Situation, ne, mit dieser Person erschöpft ist, an einem Endpunkt angekommen ist. Ne? Und dann oh. Aber dieserjenige, welche, würde euch hier tatsächlich nochmal eine Chance einräumen, aber eben aufgrund dieser emotionalen Erpressung, ne? Weil dieser Mensch hier ein unterstützender Mensch ist, ja. Aber das ist nicht echt. Das hat hier nichts mit Echtheit zu tun. Das ist hier pure weil ihr so seid, ja, und dieser Mensch euch ja im Grunde genommen nichts Schlechtes wünscht, ja, würde euch dieser Mensch das hier nochmal geben, aber nur aus Mitleid. Das ist nicht, also das wäre nicht echt, ne? Es geht hier wirklich darum, dass ihr euch euren eigenen Schatten stellt. Ja. Ja. Es geht, bei euch geht es ganz stark aus dem Ausstieg aus der Opferrolle. Ja, ihr seid kein Opfer. Warum macht ihr euch zu einem? Und diese Frage müsst ihr euch beantworten. Ja. Die müsst ihr euch beantworten. Gut. Erdzeichen. Erdzeichen. Was haben wir bei euch? Neue Welt. Erdzeichen. Ihr seid so ein bisschen das Orakel von das Wochenendorakel, ne? Was ich Freitag reingestellt habe. Dies Lü-Lü-Lü. Ja, ihr geht rein in die neue Welt und werdet hier von allen Seiten vergöttert und kriegt es gar nicht mit. Das ist ja geil. Okay. Erdzeichen. Neue Welt. Ja, hier. Da. Hab ich ja gesagt. Ihr, könnt hier, ja, bei euch werden Ergebnisse von dem, was ihr euch erarbeitet habt, sichtbar, fühlbar. Ihr könnt echt stolz auf euch sein. Ihr feiert das Leben, ja, feiert euch. Und ja, habt ihr hier, ne? Also die können wir jetzt auch direkt nochmal bären.
Ja, der Vollmond findet in eurem Element statt. Ja, ihr seid da voll dafür, Blockaden einfach loszulassen. Ne? Braucht ihr nicht. Ihr seid auf dem Weg in die neue Welt. Euch kann da nichts mehr aufhalten. Ihr habt entsprechend auch sichtbare Ergebnisse. Ja, habt die Krone auf, ne? Oder setzt sie euch dann im Laufe der Woche auf, ne? Also, ihr geht mit den Portaltagen, ja, auch wenn ihr es noch gar nicht wisst, ne? Das war ja so dieses Orakel von Elchid. Ja, ihr geht durch das Portal, durch die Portaltage geht ihr wirklich in eine neue Welt, ne? Ihr lasst das hinter euch. Ihr habt da keinen Bock mehr drauf. Euch ist das so anstrengend. Ihr geht da raus. Rein in die neue Welt. Ab durch die Portaltage. Geilomati. Die braucht ihr nicht zu haben. Ja? Die braucht ihr nicht zu haben. Wirklich nicht. Ja? Ihr seid im Umzug. Umzug in die neue Welt. Ja, und die Ergebnisse, auch wenn sie jetzt noch nicht sichtbar sind, werden kommen. Die kommen hier. Ja, ihr geht hier, ne, Ende Juni haben wir auch die 6. Bis August vielleicht, ne? Lasst ihr das hier hinter euch. Und ihr werdet entsprechend auch Ergebnisse kriegen. Ihr braucht überhaupt gar keine Angst zu haben. Die lasst ihr stehen, ne? Die lasst ihr stehen und habt vielleicht noch ein flaues Gefühl in der Magengegend, ne? Ob ihr das, ich setze mich ins Auto, tatsächlich positive und fruchtbare Ergebnisse bringt, aber bringt's. Bringt's. Das lasst ihr hinter euch. Das kommt weg. Das ist. Und dass ihr das hinter euch lasst, ne? Und hier am Umziehen in die neue Welt seid, ja? Es mag vielleicht, ne, am Anfang noch beängstigend sein, ne, wenn man einen alten Seinszustand verlässt, ne, weil der neue halt noch nicht in Gänze sichtbar, lebbar, fühlbar ist. Aber da kommen hier ganz schnell positive Ergebnisse zu rein. Lasst euch da bitte nicht verunsichern. Ja, ihr sitzt hier im richtigen Zug. Die neue Welt, ja, ihr geht durch dieses Portal in das Neue rein und das wird super. Das wird super. Auch wenn es noch nicht in Gänze sichtbar ist und das euch ein bisschen verängstigt, ja, oder verunsichert, braucht ihr überhaupt gar nicht zu haben. Ja, die Ergebnisse deiner Arbeit, die werden sichtbar werden. Hab keine Angst, die werden sichtbar werden. Ja, also lasst euch nicht wieder, da haben wir jetzt, ne, die negative Schwingung, na, aus, was weiß ich. Lasst nicht zu, ja, dass ihr jetzt in ein Umfeld geht, was das hier schürt, ne? Das wäre blöd. Das braucht ihr jetzt nicht. Weil so ein natürlicher Zweifel ist immer da, wenn man etwas Altes verlässt. Immer. Die Frage ist nur, was macht man mit dem, ne? Wenn man den füttert und nährt, das wäre blöd. Das wäre blöd, ja? Aber wenn man sich motiviert, ne? Manifestieren, ihr Hübschen, bitte das Richtige manifestieren, ne? Dann kann man sich auch darauf freuen.
Ja, und es gibt hier einfach überhaupt gar keinen Grund. Es gibt keinen Grund, in diese Energie zu fallen. Gibt es nicht. Also manifestier dir bitte das Richtige. Ja, achte auf deine geistige Ausrichtung. Hier, auch Rosenquarzarmband, ne? Achte auf deine geistige Ausrichtung. Und nähre das hier selber nicht, ne? Und lass auch nicht zu, dass andere das füttern, nähren, aufbauschen. Gibt es überhaupt gar keinen Grund für. Überhaupt nicht. Da, pums. So, ihr Hübschen, ne? Wisst ihr erstmal Bescheid? Rosenquarzarmband, Chakrenspirale, habt ihr alles in der Infobox, ne? Und ansonsten wisst ihr ja auch, wo ihr mich findet. Bis dann. So.